Die digitale Umwälzung erreicht den Gesundheitsmarkt. IT wird zum allumfassenden und gleichzeitig disruptiven Bindeglied der Branche. Neue Spieler kommen ins magische Dreieck aus Pharma-Riesen, Krankenkassen und der Berufsgruppe Weißer Kittel. Verschiebungen in den brancheninternen Wertschöpfungsketten setzen ein. Das Munich Network lud Experten von Start-ups bis zum öffentlichen Gesundheitswesen ein, um zwischen den Schnellen und den Bedeutenden über die Zukunft der digitalen Gesundheit zu diskutieren. Konsens besteht bei den Experten über alle Reihen hinweg über eine Erkenntnis. Der Patient ist heute der wahre Treiber der digitalen Revolution. Das meinen nicht nur die, die wie Matthias Schindl auf der Seite der direkten Profiteure stehen. Also die Digitalisierung in der Medizin, vor der haben ja manche furchtbar viel Angst. Und gerade jetzt in der Teledermatologie, da wird ein Bild eingeschickt, da kann man eine Diagnose machen. Da gibt es Kollegen, die dann sagen, ui, das macht meine Spezialität kaputt. Dann sage ich, keine Angst, es gibt immer noch genug Arbeit. Und ob du es willst oder nicht, diese Digitalisierung wird kommen, sie ist schon da. Und wir müssen uns als Ärzte eigentlich in den Neudeutsch Driver Seat setzen. Wir müssen es benutzen, damit wir es sinnvoll einsetzen können. Und die kritische Nabelschau derer, die heute in Deutschland die Zeche im Gesundheitswesen solidarisch bezahlen. Es könnte leicht sein, dass wir im öffentlichen Gesundheitssystem den Anschluss an die Wirklichkeit verlieren. Die digitale Revolution ist facettenreich und bietet ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das sich entwickelnde Digitalszenario. Es gibt einerseits klare und strenge Gesetzesregelungen zum Schutz persönlicher Daten, andererseits geben Menschen ihre Daten ziemlich entspannt, ja fast ignorant im Internet preis. Der exponentielle Zuwachs an Daten lässt sich vom Menschen mit seiner Hirnleistung nicht mehr sinnvoll auswerten. Wir brauchen einfach die Technologie dazu. Wir arbeiten heute mit einem juristischen Rahmen aus dem 20. Jahrhundert, teilweise kommt er sogar noch aus dem 19. Jahrhundert. Und damit sollen wir Technologie in den Markt des 21. Jahrhunderts bringen. Die Gesellschaft erkennt immer mehr, dass der Vorsorge in der Gesundheit eine wichtige Rolle zukommt. Medizinische Bilder sind der entscheidende Schlüsselfaktor in der modernen Diagnostik. In der Pharmaindustrie stehen wir vor einer gewaltigen Veränderung, auch wenn das einige noch nicht wahrhaben wollen. Der Gesundheitsmarkt wandelt sich in Richtung auf Consumerization. Was ich damit meine, Sie haben die Apple-Uhr gezeigt. Im Moment verfolgen Sie damit Ihren Herzschlag. Warum machen Sie das eigentlich? Vielleicht wissen Sie das im Moment selbst nicht genau. Sie machen es, weil es cool ist.